davon sind wir geprägt. Ich will es mal so zusammenfassen. Es wird ja oft jetzt diskutiert im öffentlichen Raum, dass es das berühmte Recht auf Wohnen gibt. Klammer auf, aber bitte nicht alle in Berlin-Mitte. Klammer zu, da komme ich später noch hinzu. Gleichzeitig bekämpft man aber auf politischer Seite diejenigen, die sich dafür gerade stellen, investieren und es realisieren. Und diese Geschichte haben wir in vielen Teilen, sozusagen im politischen Deutschland. Und da sitzen wir natürlich genau richtig bei den Freien Demokraten, die wir erstens auf den Mittelstand fokussiert sind, sagen, okay, was können wir tun, insgesamt ihn zu ertüchtigen, aber natürlich auch in einer solchen Branche, die seit Jahren mit Überreglementierung gejagt wird, mehr oder minder, und heute am Pranger steht, für Sachen, die sie ja überhaupt nicht zu verantworten hat. Ob jeder, kommen wir gleich mal zu, aber wenn man das Berliner Beispiel dann nimmt, diesen Irrsinn, wer hat die Wohnungen verkauft, wissen die alle, 405 Millionen ist an die Deutsche Wohnen gegangen. Heute hat das Portfolio, je nachdem, wie man rechnen will, 30, 35 Milliarden wert. Die haben ja auch investiert, da haben wir auch die Wertsteigerung mitgenommen. Aber das kommt ja nur durch eins passieren. Gestern oder vorgestern Berliner Morgenpost hat man ausgerechnet, dass in Berlin bei normaler Genehmigungstätigkeit einer funktionierenden Verwaltung, das ist noch zu langsam, aber wenn man da so mal 3 bis 4 Jahre ansetzt für die Verfahren, wie es heute üblich ist, dann hätten 220.000 Wohnungen in Berlin gebaut werden können. Dann wäre das für Investoren gar nicht so lustig, weil wenn sie das in den Bestand 200.000 Wohnungen mit hineinstellen, dann sind die Wertsteigerungen überschaubar. Und das sieht man ja auch, wenn man hier mal nach Thüringen schaut, davon war mal jeder. Bin selber investiert in Immobilien. Man konnte es ja sehr gut sehen, in den Boomphasen so vor 10 Jahren, da kristallisierten sich die Werte ja sehr grob, die Mieten stiegen über das heutige Niveau noch an. Und ist ja wieder was runtergekommen. Das hat mit den Doppeljahrgängen der Studenten zu tun, die jetzt nicht mehr so in der Form kommen. So ist auch bemerkenswert, dass Thüringen eines der wenigen Bundesländer ist, die sinkende Studentenzahl hat. Oder Studierende, muss man heute sagen, aufpassen. Also man sieht, der Markt funktioniert, er wird nur weiter bekämpft. Und also die politische Diskussion ist wirklich haarsträubend. Und da will ich aber gar nicht in die Tiefe gehen, ich glaube, da sitze ich hier vor Fachleuten und beantworte gerne ihre Fragen. Aber da verstehen Leute, sich auf einen politischen Mainstream zu setzen und wieder die zu bekämpfen, die eigentlich dafür Sorge tragen müssen, dass genau der Mangel sich abspielt. Ich komme da bei den Parteibereichen, ich würde Ihnen eher mal unser Konzept vorstellen wollen, wie wir uns vorstellen, dass man eben einen solchen Markt wieder entwickeln kann oder eben zulässt, dass Entwicklung stattfindet, was wir da an Beschleunigungsideen haben, Vereinfachungsideen, weil dann kommen wir aus der politischen Diskussion raus. Es ist ja klar, die Diskussionen, die zurzeit im politischen Raum angezettelt werden, sind alle auf ein Ticket oder sollen auf ein Ticket einzahlen von einem rot-grünen Mainstream, ich darf das so sagen als Vertreter der FDP, der natürlich denen, die ihn anzetteln, nützt. Das hatten wir erst mit der lieben Greta, die über ein paar Tage die Ikone der Welt war und wichtiger als jeder Wissenschaftler. Ich habe nichts gegen Friday for Future, ich finde es toll, dass junge Menschen das machen, aber wir müssen trotzdem mit Sachverstand und Wissenschaft an die Sachen herangehen. Wir werden es nicht schaffen, dass der Apfel vom Boden auf den Stamm fällt, sondern es wird nur umgekehrt passieren. Und Naturgesetze können wir auch in der Bundestagsmehrheit nicht auf außer Kraft setzen. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, immer sofort reinmenschen. Wir haben als politische Agenda mal ein 10-Punkte-Programm entwickelt für einen zukunftsfähigen Wohnbau oder Immobilienmarkt. Das hat ja auch mit Gewerbe zu tun, Umwandlung, die kennen die ganze Thematik. Erster Punkt, und ich glaube, da wissen Sie in jeder Bescheid, ist Bauland freigeben. Sie kennen hier Ihre Stadt, Sie haben es aus anderen Situationen geschrieben, Erfurt war immer dasselbe. Die Städte oder das Land Thüringen oder auch die Bundesverwaltung sitzt eben auf den Grundstücken und spekuliert selber mit diesen Teilen. Und schafft ja auch durch die Enge des Marktes ihre Preise hochzujagen. Also das, was wiederum vorgeworfen wird, fällt da aus. Und es muss einfach so sein, dass die öffentliche Hand in einem sehr vereinfachten, transparenten Verfahren Bauland zur Verfügung stellt. Und nicht auch tröpfchenweise, sondern das muss ein Anspruch sein, der Bürger zu sagen, okay, wenn in solchen engen, verdichteten Städten eine Knappheit herrscht, dann muss es an den Markt gegeben werden und es darf auch da nicht auf den letzten Cent Rendite ankommen. Und die Verfahren kennen Sie auch, die dauern dann teilweise sogar über Jahre, wir haben es hier in jeder gesehen, im Eisplatz und solche Dinge, nicht nur das ewig dauern, dann werden teilweise gar nicht realisiert. Und das kann man lösen, indem man halt in die Verwaltung unter Druck setzt mit
fiktiven Genehmigungen, mit fiktiven Zulassungen, dass sie einfach handeln müssen. Und wie gesagt, in den Ausschreibungsverfahren den Märkten das zur Verfügung stellen. Dasselbe gilt für die Innenraumentwicklung. Also das sehen Sie auch. Es gibt viele Bausituationen oder Zustandssituationen, wo man aufstocken kann. Auch da kann man viel mehr machen, ohne die Städte weiter zu zersiedeln. Das ist in Berlin viel dramatischer, wenn Sie da durch Kreuzberg, Neukölln fahren. Da sehen Sie so viele flache Bauten. Die kennen wir alle, da sind Currywurstbuden drin und Dönerbuden drin. Die könnte man alle ohne weitere Probleme 6, 7 Stockwerke aufstocken und automatisch wird man auch eine Krampfung in die ganzen Märkte reinmachen. Also es geht. Ich denke, ein großes Ärgernis ist für alle Beteiligten die Dauer von Genehmigungsverfahren. Das hat man ja über die letzten Jahre immer mal versucht. Binnen 3 Monaten muss eine Genehmigung erteilt werden, aber wir wissen ja alle, die da engagiert sind, einen Tag vor den 3 Monaten kommt dann die übliche Begründung, warum sich noch 3 Monate nehmen können. Und dann beginnt dieses übliche Katz-und-Maus-Spiel, dass man sagt, ja, Sie müssen aber das noch bringen, Sie müssen das noch bringen, ich nehme den Bauantrag erst an, wenn er für mich komplett ist. Also mit diesem Spielchen muss man aufräumen, muss man sagen, okay, es gibt einen festgelegten Katalog, was ein Bauherr und der Antragsteller zu bringen hat. Und sobald das erfüllt ist, müssen die anfangen zu arbeiten. Und wir müssen auch da eine Fiktion in Zukunft in meinen Augen umdrehen. Die dürfen nicht nur ablehnen, die Bauverwaltung, sondern die müssen konkret einen Gegenvorschlag machen. Die müssen sagen, was sie wollen. Ich habe das oft persönlich erlebt und mir erzählen lassen, dass dann der eine sagt, also scheitert jetzt an dem Rahlturm 0815, weil das ein bisschen falsch ist. Der nächste will die Dachbegrünung haben. Die kennen das Katz-und-Maus-Spiel. Es muss einfach so sein, dass eine Verwaltung binnen eines fest zu definierenden Zeitraumes zu entscheiden hat. Und wenn sie es nicht getan haben sollte und es liegt alles vor, dann gibt es eine Genehmigungsfiktion, dass Leute anfangen können zu arbeiten. Das Ganze wird ja auch was leichter gehen, wenn wir nicht wie im letzten Jahrhundert zu Kaiser Wilhelms Zeiten heute noch aus einer hochmodernen CAD-Anlage am Ende eine Bauakte ausdrucken und die in 5 bis 8 bunte Mäppchen packen. Also meine Kinder hätten da Spaß dran, inzwischen nicht mehr, jetzt sind sie älter als 10 allemal, aber das muss man sich mal vorstellen, dass diese Nation im 21. Jahrhundert, in 2019, immer noch so arbeitet. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen technisch avisiert ist, kann sagt, das dürft, ist überhaupt kein Hexenwerk, Schnittstellen zu schaffen zwischen Verwaltung und den privaten Bauherren und den Ingenieurs- und Architekturbüros, dass man eine digitale Übergabe macht, die Akten digital bearbeitet werden und digital zurückkommen. Auch das wird riesig Zeit, Aufwand und letztlich auch Geld sparen. Und das müsste eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit sein. Aber das ist in Verwaltung ja eh ein großes Problem, überhaupt mal digitaler zu werden. Ne? Wir alle stehen unter einem riesigen Anpassungsdruck, wie die Märkte uns einfach vorgehen. Keiner arbeitet mehr wie vor 27 Jahren oder welchen Zeitraum wir auch immer wählen. Wir müssen uns einfach schneller organisieren. Meine erste Firma, die ich übernommen hatte, da gab es 10 Buchhalterinnen, die Lohn- und Finanzbuchhaltung damals gemacht haben. Ich mache heute eine mit entsprechender Software ausgestattet. Das hat natürlich mit Abrechnungssystemen in den Unternehmungen zu tun. Alles ist leichter, digitaler, aber in der Verwaltung hat man den Eindruck, schlafen die den Schlaf der Gerechten. Günstiger Bau. Auch das brauche ich Ihnen, da brauche ich Ihnen nicht viel zu erklären. Wir wissen, die Vorschriften der letzten Jahrzehnte, NF, jede Steigerung etc., das Bauen verteuert haben. Auch der Vorwurf wird ja dann an die Bauherren, Spekulanten gemacht, aber im Endeffekt können wir nur exekutieren, was Vorschriften uns vorgeben. Aber auch da müssen wir auf ein normales Maß herunterkommen. Ich bin zwar nie ein Mensch, der gerne Kommissionen vorschlägt, aber wir haben tatsächlich mal gesagt, wir brauchen eine Bausenkungskommission aus den Akteuren im Markt, um einfach mal festzustellen, was macht denn wirklich Sinn. Was ist wirklich für Leib und Leben etc. wichtig, was ist aber ansonsten nur preistreibend. Wir kennen alle, die vom Fach sind, wissen, dass es teilweise Maßnahmen sich ja gegenseitig aufheben. Gerade beim Dämmen tauchen da Probleme aus, da will ich auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich bin Jurist und Betriebswirtschaftler, das können Fachleute besser, aber ich glaube, wir haben ein Riesenpotenzial, auch Bauen wieder auf ein vernünftiges Maß herunterzuschrauben. Das gilt übrigens auch dann später im Bestand für die Entwicklung der Nebenkosten, für die Mieter und Nutzer der Immobilien, die Gesamtmieten entscheiden und nicht nur die Kaltmiete. Und wenn ich permanent noch die Warmkosten nach oben treibe, ich glaube, das kann jeder bestätigen, dass wir heute ein Niveau haben bei den Warm- oder bei den Nebenkosten, 1:1, was früher vor 10, 12 Jahren, ist was länger, 15 Jahren, in D-Mark auf dieser Seite stand, ist heute in Euro zu haben. Und das, trotz dass wir überall effektiver sind,
Wir haben ja auch die höchsten Stromkosten in Europa zu verzeichnen, aufgrund auch von planwirtschaftlichen Ansätzen. Apropos Planwirtschaft, auch das, was mehrheitlich von der Bevölkerung als hilfreich angesehen wird, ich fasse das mal unter dem Punkt Mietpreisbremse zusammen, auch das schlägt der Markt nach hinten los. Das Wichtigste für Märkte ist, dass sich entwickeln können. Und wissen Sie auch, wenn viel Neubau entsteht, wird ja, wenn es einer aus einer Wohnsituation wechselt, wird eben eine bestehende Immobilie auch frei. Es gibt die Möglichkeit, sie zu sanieren, also die entwickelt sich ja damit auch fort. Situationen, die man vor 30 Jahren mal neu geschaffen hat oder frisch renoviert hat, auch hier in der Gegend, sind natürlich dann auch in Jahre gekommen. Das ist auch wichtig, dass man da wieder Möglichkeiten hat. Und das ist natürlich nach einem Mieterwechsel leichter. Und dafür geht es mir gar nicht um die Renditen, sondern einfach um die Entwicklung von Wohnungsmärkten. Und wenn ich den Neubau so diskreditiere, dann können sich die Märkte nicht entwickeln und können nicht atmen. Insofern, ich muss in diese Vorschriften rein. Das ist vielleicht gerade mal gut gemeint, aber verdammt schlecht gemacht, was da an Vorschriften auch zugekommen worden ist. Und es waren ja ein paar dabei, die gesagt haben, ich bin jetzt relativ frisch in Immobilien unterwegs. Aber ich kenne auch viele, die nach ein bisschen Stöbern in den Rechtsmaterien der Vermietung gesagt haben, das ist mir alles heute zu riskant. Ich habe überhaupt kaum noch Rechte mehr gegen den Mieter. Das ist aus dem Gleichgewicht geraten. Auch da müssen wir aufpassen. Das wirkt sich am Ende auch investitionshemmend aus, wenn nur noch einseitig pro Mieter gesetzgeberisch gearbeitet wird, natürlich auch von Gerichten dann entschieden wird. Aber was soll ein Richter machen? Der kann dann auch nur das entschieden, was ihm einer vorgibt. Relativ allgemein, wir wissen auch, dass auch in der Baubranche, also wenn ich den jetzt alles mal beseitigt hätte, schneller genehmigt, schneller die Voraussetzungen geschaffen, dann fehlt mir immer noch das Problem, da habe ich immer das große Problem, wir haben ja keine Kapazitäten am Markt. Es hat zwei Sachen. Die öffentliche Hand muss sich aus dem Markt heraushalten. Wir kennen die Diskussion um den sogenannten sozialen Wohnungsbau. Ich weiß, aber es stört mich nicht, ich fliege bei vielen Veranstaltungen auch für diesen Satz immer aus der Kurve. Aber ich halte von sozialem Wohnungsbau nichts. In meinen Augen ist die individuelle Förderung mit Wohngeld oder Wohngeldtatbestände viel, viel effektiver, um das Ziel zu erreichen, nämlich die Menschen, die Familie zu unterstützen, die aus welcher Situation auch immer eben sich diesen Wohnraum nicht leisten können. Aber die ganzen Diskussionen, die ich habe, um Zersiedlung, um Ghettoisierung, um soziale Durchmischung, die umgebe ich alle, indem ich eben nicht sozialen Wohnungsbau mache und auch nicht so intelligent, indem ich heute sage, okay, ich mache Quoten bei Neubauing, 20, 80, 70, 30, alles Planwirtschaft. Wir haben ja die verschiedensten Dinge, dass es eben nicht mehr geht und insofern soll die öffentliche Hand sich heraushalten, auch aus dem Aspekt, ich glaube, das habe ich eben, bin ich drumherum, alles, was die öffentliche Hand zurzeit macht, ist rein preistragend. Wir haben in Thüringen ja ein Vergaberecht, was mit der eigentlichen Zielsetzung von Vergabe nur noch bedingt was zu tun hat, nämlich für die öffentliche Hand Maßnahmen zu realisieren, wo man im transparenten Verfahren Kosten und Nutzen gegenüberstellt. Heute haben wir einen vergabespezifischen Mindestlohn. Sie müssen kontrollieren, dass vielleicht der Kabelbaum, mit dem ein Sanitätsfahrzeug hergestellt worden ist, nicht von Kinderhänden in Pakistan hergestellt worden ist. Subsidiärhaftungen, alles völlig überladen. Und das führt dazu, kennt auch Bahnwerker, die kennen Sie vielleicht auch, wenn sich dann tatsächlich noch einer mal streckt und in einer öffentlichen Hand mitbietet oder überhaupt anbietet, dann hauen die sehr was auf die Preise drauf. Das erlebe ich dann in der Tätigkeit als Finanzausschuss, wo man sagt, das sind Wohnpreise, Apothekenpreise. Wenn ich dann die Unternehmer frage, warum machst du das? Ich sage, erstens weiß ich, es bewirbt sich eh keiner. Und wenn ich mich mit der Verwaltung schon rumschlagen muss, dann musst du doch mir richtig was bringen oder dem richtig wenig. Kennen Sie vielleicht von den Gutachterpreisen, was da für Entwicklungen sind. Deshalb Hände weg. Alle Motivation, alle Möglichkeiten in die privaten Hände. Privates Kapital ist da, privates Engagement ist da, privates Interesse ist da. Das ist auch Rendite getrieben, aber die Renditen sind ja aufgrund der Kapitalmarkt. Entwicklung nicht exorbitant. Wenn man 3, 4, 5% bekommt, ist das in diesen Zeiten ja durchaus ausreichend. Aber zurück, jetzt ganz allgemein, wir müssen in Deutschland auch dazu kommen, dass wir tatsächlich mal diese Fachkräftesituation lösen. Und wenn wir halt einen Sturm hatten, wie vor 3, 4 Wochen, dann braucht er 2 Monate nicht mehr drüber nachdenken, irgendwie Dachdecker zu kriegen. Oder einen Antennenmenschen, der die Dinger dann einstellt. Wir müssen eine ganz klare Fokussierung darauf haben, dass wir Fachkräfte aus dem Ausland anwerben, nicht darauf warten, dass wer kommt, ohne zu wissen, wer kommt, sondern ganz bewusst in außereuropäische Staaten gehen und dort Fachkräfte anwerben. Wir haben da europäisch die
Möglichkeit, die sogenannte Blue Card-Regelung zu machen, also auch gar nicht so kompliziert. Vielleicht hat es nicht jeder gehört, Blue Card ist was ähnliches wie bei den Amerikanern Green Card, ist aber ausgerichtet auf akademischen Nachwuchs. Und dann hatten die, unsere politische verantwortliche Regierung, noch einen Katalog von sogenannten Mangelberufen runtergelegt und ein Mindesteinkommen von 41.000 Euro. Wenn Sie jetzt aber hingehen und sagen, okay, ich brauche jetzt mal wirklich ein paar Leute für den Bau. Erstens steht die im Katalog nicht drin, also ich brauche einen anderen Katalog. Und 41.000 Euro, ich gönne sie jeden. Aber wenn ich in den Bereichen, über die wir gerade reden, reden wir gerade auch hier für Thüringen über andere Gehälter. Und es ist erstmal wichtig, dass wir da hinkommen. Den Rest macht wieder der Markt. Wenn sich das entwickelt, können auch die Leute mehr verdienen. Aber da muss ich einfach schneller pragmatische Lösungen haben. Apropos Geld, Rendite, wenn es denn klemmt aufgrund anderer Dinge, muss ich drüber nachdenken, und wir haben ja Zeiten, wo sich das bewährt hat, dass wir bei der AFA andere Regelungen treffen. Zumindest temporär, bis ich größere Marktberuhigungen wieder herstelle, kann ich entweder mit Sonder-AFA-Tatbeständen, haben wir in den 90er Jahren gehabt, um schnell hier Wohnungs- und Gewerberaum herzustellen, kann ich das gezielt steuern, ich kann das auch, muss das ja nicht nur für 20 Jahre festlegen, also okay, ich mache für 2 Jahre und sage früh genug Bescheid, verlängern wir es. Und in welchen Tatbeständen, da muss man auch sehen, wie Märkte reagieren, wo Märkte reagieren. Aber da ist sicherlich eine große Möglichkeit, auch da noch Kapital zu aktivieren, damit es auch nach Deutschland kommt. Wir in Deutschland sind eben aufgrund der Komplexität und Vorgängen auch nicht immer so attraktiv für ausländisches Kapital. Das gilt bei Venture Capital und bei anderen Fragen genauso, aber auch für den Immobilienmarkt. Und den letzten Punkt, den ich hier machen möchte, ist, wir müssen eben auch zulassen, dass Deutschland ein Volk der Eigentümer wird. Die Eigentumsquote, das ist hier im Saal anders, aber die Eigentumsquote in ganz Deutschland im Vergleich zu Ländern, wo wir es gar nicht vermuten, ich nehme mal Spanien, ist deutlich, deutlich geringer. Ich glaube, die Spanier haben fast die doppelte Eigentümerquote von uns. Und einer hat es eben gesagt, das hat ja auch was mit Alterssicherung zu tun. Wir haben eine Riesendiskussion über eine sogenannte Altersarmut, die die Generation heute noch oder nicht großartig hat. Aber für die Zukunft müssen wir tatsächlich aufpassen. Und eine sehr, sehr zukunftssichere, zukunftsfeste Investition ist in den eigenen Wohnraum, weil er zumindest sicherstellt, dass wenn er dann abbezahlt ist, man befreit von Grundkosten, im Nebenkosten, klar, die bleiben stehen, Wohnen kommen. Und da ist ja auch die öffentliche Hand völlig kontraproduktiv, indem wir zum Beispiel in Thüringen mit 6,5% Grunderwerbsteuer die höchste in Deutschland haben, Bayern hat 3,5, Sachsen hat 3,5. Und wenn ich jetzt sage, ja, wir müssen nach Thüringen zurückkommen, ist alles so schön hier und der junge Familienvater, der jetzt bei Audi in Ingolstadt arbeitet oder wo man sagt, okay, ich will zurück und kaufe mir ein neues Häuschen hier, der kommt dann dahin und sagt, 6,5% Grunderwerbsteuer und andere Dinge, die Banken meist nicht mitfinanzieren. Und das stellt eine junge Familie doch vor großen Hürden. Und deshalb ist es manchmal reichlich doppelzügig zu sagen, wir wollen junge Familien unterstützen. Und die freuen sich dann auf 4.300 Baukindergeldanträge. Hat Herr Seehofer jedenfalls die letzten Tage noch dokumentiert. Das ist immer wieder diese politische Grundhaltung. Erst nehme ich den Leuten mit großer Intensität das Geld weg und trete dann als Gönner auf, um es dann zu geben. Das ist bei dem Baukindergeld auch nichts anderes. Das kurz so 10 Punkte, wo wir denken, damit kann man den Markt durchaus entfesseln und viele Probleme, die wir politisch da haben, in die Spitze nehmen. Und ich glaube, es muss auch wirklich schnell passieren. Weil eben in manchen Zentren laufen über. Auf der anderen Seite muss man jetzt, wenn man mal auf Thüringen wieder schaut, auf eins achten. Wir haben ja hier, ich glaube noch nicht mal städteweit, eine enge Situation. Das haben Sie in der Innenstadt von Jena, und Jena ist sicherlich noch speziell wegen der Topografie der Situation. In Erfurt ist aber schon wieder völlig entspannt und Weimar hat einen relativ großen Bestand an jetzt zu entwickelnden Immobilien und Wohnungen, die im Bau sind. Also das wirkt ja schon marktpreisdämpfend. Man muss auch einsehen, wenn wir also politisch es nicht schaffen, und da ist ja jener Vorreiter und mein Freund Thomas Nietzsche, wirklich Land und Stadt mehr zu verzahlen, werden wir uns auf Dauer und Bärendienst erweisen. Jetzt wird das alles hinbekommen, was wir eben beschrieben haben, für mehr Bausituationen sorgen, haben wir immer noch Infrastruktur, wir haben Schulen, wir haben Kindergärten, wir haben ÖPNV, also wir müssen sehen, dass wir Land und Stadt mehr zusammenbringen, denn es gibt immer noch ausreichend Wohnraum in ganz Deutschland und auch in Thüringen. Man muss nur sehen, dass wir den nutzbar machen. Und warum muss sich der ein oder andere dann teilweise entscheiden, nicht mehr auf dem Land leben zu können, weil wir da die Grundsätze verlassen und verletzen, dass auch dieses Leben
eine hundertprozentige Teilhabe umfassen muss. Das heißt, ich brauche ärztliche Versorgung, ich brauche Breitband, ich brauche eine Schule, ich brauche einen Kindergarten und ich brauche für den Mittelstand eben auch Möglichkeiten, dort bleiben zu können. Gerade der Mittelstand ist groß im Land angesiedelt und wenn man da die Möglichkeiten, die geschäftlichen Möglichkeiten weiter beschränken oder auslaufen lassen und nicht dafür Sorge tragen, dass Infrastruktur entsteht, dann wird diese sogenannte Landflucht weitergehen und da tun wir uns aus anderen Dingen keinen Gefallen. Und alles, was ich da gedacht habe zum Bauen, das gilt natürlich auch für den Breitbandausbau, ist völlig idiotisch, dass man in diesem komplexen, komplizierten Verfahren darauf hofft, dass wir innerhalb von weniger als 15, 20 Jahren eine flächendeckende Versorgung mit 4G haben. Über 5G brauchen wir gar nicht sprechen. Es muss einfach die öffentliche Hand sagen, so wie die Autobahn baut, wie sie Straßen baut, wie wir sonst für die in meinen Augen nicht immer glückliche Energiewende machen, müssen wir einfach Datenautobahnen quer durch Deutschland ziehen, dass es selbstverständlich ist, dass man in Deutschland überall empfangsbereit ist und wir nicht sagen müssen, wir sind hinter Albanien im Mobilfunk nur zweiter Sieger. Da kommen noch ganz viele andere vorne weg. Irgendwann hat meiner ausgemessen, unser Mobilfunknetz hat die Qualität von Peru, Bolivien. Da war ich noch nie, aber man kann sich ja vorstellen, ich bin hier von Erfurt jetzt nach Jena gefahren, habe versucht zu telefonieren. Ich habe fünfmal wieder angemeldet, um das Telefonat irgendwie zu beenden und ein anderes wieder anzufangen. Das kann es nicht sein im 21. Jahrhundert. Das von mir genug Frontalunterricht. Ich freue mich auf Ihre Fragen und erstmal danke. Achso, das habe ich schon vergessen. Ja und nein, es gibt eine große Diskussion, die auch wieder politisch ideologisch geführt wird. Also wir haben klaren Ansatz, sagen wir das möglichst einfach, rein nach Flächen, weil sie sind objektiv zu ermitteln und die sind auch nicht so variabel, weil alles andere ja wieder ein Riesenaufwand ist. Ich habe auch mal politisch aufgetreten, schafft die Grundsteuer ab. Weil es geht um 13 Milliarden Gesamtvolumen. In den Zeiten, die wir heute haben, kann man mit einer vernünftigen Idee auf eine andere Finanzierungsquelle der Kommunen sorgen, die das kompensiert. Klar, wir können den Kommunen jetzt keine 13 Milliarden in Summe wegnehmen, aber das kann man leichter machen, weil der bürokratische Aufwand ist für alle Beteiligten immens, den wir zu erwarten haben, egal welches Modell wir nehmen. Aber wenn wir es dann schon machen müssen, und das Verfassungsgericht wird auch sagen, okay, abschaffen können wir es, ist nur ungerecht, wie es jetzt ist. Aber jedes Modell, was davon abweicht, nur auf Flächen, auf den zwei Flächen basierten Modellen zu rechnen, wird ewig komplizierter und ist weiter Klage geneigt und wird auch nicht gerechter werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir es irgendwie aufkommenssteuerneutral hinbekommen. Das ist ja auch so ein politisches Versprechen. Und unser Finanzminister Scholz, so sind die, ich will ja kein wehtun, kann zu nahe treten, ich habe Achtung vor manchen Personen der Sozialdemokratie, aber die meisten, schielen halt immer nur noch mehr Geld, was am Ende auch nur wieder ausgegeben wird. Wenn sie ja noch sinnvoll investieren könnten, würde ich ja nicht so sein. Aber ich hoffe mal, dass sich die CDU da durchsetzt, die auch bei dem Flächenmodell ist. Oder einfach, wie es auch bei den Erbschaftssteuerreformen der letzten Jahre wieder passiert ist, sich aber gar nicht einigen. Dann ist es irgendwann verfassungswidrig und vielleicht stellt es dann noch einer ein und sagt, okay, dann müssen wir die Finanzierungsströme anders gestalten. Deutschland ist zu kompliziert. Das gehört auch dazu. Grundsteuer ist substanzverzehrend. Sie zahlt der Mieter. Und das kann natürlich auch nicht sein. Das gab es natürlich auch von den Linken, von den politischen Formen. Auch wunderbar. Egal wie es ausläuft. Wir kappen, dass das umlagefähig ist. Das wird aber auch wieder auf die Investoren zurückschlagen. Die würden sagen, okay, es wird weiter inattraktiv zu investieren. Gerade im internationalen Vergleich, was wir das Kapital machen, aber anders gegeben. Also entweder in Deutschland oder andere Anlagemöglichkeiten finden oder jetzt gar nicht nach Deutschland kommen. Und es kann nicht sein, dass das rauskommt. Also ich hoffe mal, dass wir mit dem nötigen Sachverstand das machen. Ja, ich finde das nämlich ungerecht, wenn man jetzt sagt, man hat vor 20 Jahren mit Feldacker Grund erworben und jetzt wird es ein teurer Waldlandkart gefragt ist, wird man nochmal extra dafür bedankt. Also das will ja keiner wissen, dass man die lange Phase durchgegangen hat. Und so. Ich habe ja genug Phasen auch in den letzten 15 Jahren, wo Immobilien nichts wert waren. Also ja. Ich habe noch vor einer Bankerin gesessen, Anfang der 2000er, und da hat sie mir gesagt, Herr Kremisch, verkaufen Sie alles und packen Sie es in die Börse rein.
Und dann kurz danach platzte die Internetbubble. Super. Ich habe es gelassen, aber so kam die Beratung. Eine deutsche Großbank, viel Namen nicht mehr. Jetzt kann man sich an zwei Fingern auszählen, wer es war. Ich habe noch eine Frage. Bitte, komm. Ich kenne meinen eigenen Deutschbuch. Schafft er nicht mehr rum. Ne? Das ist schön, wenn er es ruht. Selbstheilungskräfte am Markt, ja, wie es auch früher da sind. Ja. Ja. Das ist also Angebot und Nachfrage. Ich habe den Vorstoß sehr kritisch, den man jetzt praktisch gegen Besitzer, die große Unterschriften sammeln in Berlin. Da würde mich mal Ihre Meinung dazu. Also ich habe es ja gestreift. Also man muss erstmal auf die Idee kommen, politisch, und dafür nicht verhauen werden, 30 Milliarden in die Hand nehmen zu wollen und nicht eine einzige neue Wohnung zu schaffen. Weil es passiert ja nichts, außer dass nicht mehr Deutsche wohnen, dass ja auch nicht nur Haie sind oder viele Pensionsfonds, die wollen ja alles über 3000 Einheiten. Jede Wohnungsbaugenossenschaft hier in Thüringen hat so einen Einschlag. Also da würden wir dann wieder die enteignen, um die es einfach geht. Was mich negativ fasziniert, ist, wie man ein solches Agenda-Setting hinbekommt, dass über 40% der Bevölkerung dieses Vorhaben unterstützt. Und ich bin mir auch sicher, dass sie die Unterschriften zusammenbekommen. Jetzt hat ja der CDU-Innensenator schon zurückgerudert, der ist ja der Sohn von Herrn Dregger, ein ganz ordnungspolitisch gerader Vater war es zumindest, den Jungs Sohnemann kenne ich nicht, der sagt, also wenn das Begehren durchkommt, dann unterstützen wir das. Als Grundgesetz regelt das ja ganz klar. Enteignung. Klar, wenn Sozialverträge sich eingesetzt, in engem Maßen ist zulässig gegen Entschädigung, damit sind wir bei den 30 Milliarden, kann ja auch keiner wollen. Aber man muss ja erstmal die Genese dieses Enteignungsparagrafen sehen. Der ist ja nach dem, unter den Eindrücken der Kriegswirren in das Grundgesetz hineingekommen. Na, da kamen also in großen Scharen Leute aus den Gebieten, die dann nicht mehr deutsch waren, kamen nach Westdeutschland, man hatte teilweise die Eigentümer nicht, man wusste nicht, auch kein Kapital da, man musste ja damals tatsächlich die Märkte ordnen. Und hat in diesem Eindruck ein paar Meter weiter die Idee entwickelt, diesen Eigentumsbegriff dahin einzuschränken, dass unter gewissen und sehr engen Voraussetzungen ein Entzug von Eigentum möglich wäre. Jetzt kommen ja die Grünen und sagen immer so ganz lapidar, das geht ja bei Autobahnen auch. Oder jetzt bei den Stromtrassen, die wir bauen. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Wenn ich eine Autobahn, eine Masseninfrastruktur anlege, und ein Landbesitzer sagt, damit er spekulieren kann, ich stelle mich dem im Wege, dann ist das ja ein ganz anderer Fall, als wenn ich einen Bauherrn habe, eines Grundstücks in Jena, in Berlin, ich weiß nicht wo, und die Stadtverwaltung den seit Jahr und Jahr Tag damit malträtiert, eben die Rendite nicht herzustellen. Er sagt, ich kann wirtschaftlich brauchen, das macht einfach keinen Sinn. Und dann diesen Leuten die Enteignung in die Hand zu geben, dann wissen wir doch, was passiert. Dann kriegen wir nur noch Vorschriften so vor den Latz geknallt, bis jeder sagt, na, ich gebe auf. Und dann kommen die Leute da und fangen an zu enteignen. Kenne ich übrigens hier in Thüringen aus anderen Bereichen, Konzessionen für den Nahverkehr. Das haben wir vor 15 Jahren mal, war meine Idee und die unterstütze ich alles, was geht, in private Hand. Ein paar Sachen müssen öffentlich anbleiben, das meiste können private besser. Zum Beispiel konzessionären Busverkehr. Merken wir auch hier auch national mit Flixbus und den Überlandbussen. Erfolgsgeschichte. Ich bin das Ding noch nie gefahren, mir ist das zu blöd, aber meine Kinder als Studenten und als junger Mensch, wenn du Zeit hast, dann fährst du auch gerne den Flixbus. Kosten Drittel, dauert halt zwei Stunden mehr. Kann ja jeder freien schauen. Wenn es geht, dann geht hier die öffentliche Hand und sagt hier, Freunde, ich kaufe dir deine Firma ab. Ja, am 31.12. dann und dann läuft die Konzession auf. Bin bereit, aber dir vorher die Firma noch abzunehmen, denn die werden die Konzession nicht vollkommen. Und wenn du keine Konzession mehr hast, ist das Ding ja wertlos. Ja, und das ist auch nichts anderes als kalte Enteignung. Und das ist so ein linksgrüner Mainstream, in dem wir gerade sind, der meist unwidersprochen ist. Und das ist wirklich ganz gefährlich, weil die Grundfeste dieser Gesellschaft, und da ist soziale Marktwirtschaft ein unverzichtbares Element. Die soziale Marktwirtschaft hat uns groß gemacht, weil aus Wettbewerbsgedanken, aus innerer Motivation die Wirtschaft sich entfesseln lassen, aber dann natürlich dann danach für den Ausgleich sorgen. Zurzeit machen wir es aber andersrum. Wir machen erstmal sozial und gucken mal, was wir dann noch brauchen an Wirtschaft. Aber so wird es nicht funktionieren, weil die Kräfte, die sich wirtschaftlich betätigen, erlahmen dann und sind demotiviert, verlassen das Land oder setzen sich mit 55 zur Ruhe, die Kinder wollen nicht mehr nachfolgen, das sind all die Probleme, die wir haben, die wir im Wohnungsmarkt jetzt sehr kumuliert erlebt haben. Vor 14 Tagen hätte, glaube ich, keiner gedacht, dass letzte Woche, am Ende waren es 40.000 Menschen in Berlin, da haben wir schon andere Sachen mitgekommen. Aber wir haben ja eine mediale Berichterstattung über das Ding bekommen. Da war eine Woche, war nur Greta drin. Konntest du nicht sehen, was passiert ist, das Thema. Und plötzlich knallt das hoch. Und das muss uns sehr zu denken geben.
dass wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind, solche Probleme irgendwie rational, wissenschaftlich, wirtschaftlich fundamentiert auf den Boden zu gehen, um sie wirklich zu lösen. Das gilt ja für diese klimakrisenpanische Diskussion ja genauso. Und wir wissen alle, dass wir da was tun müssen. Aber wir werden es nicht schaffen, wie gesagt, indem wir meinen, wir können jetzt gar mehr als Beschluss Physik abschaffen. Ich meine nicht das Lehrfach, sondern die physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Und wir wünschen uns mal, wie es geht. Nochmal abgesehen davon, das Beste ist diese Weltkarte. Wo auf der Welt gibt es Dieselfahrverbote, ist irgendwo ein kleiner roter Punkt. Das ist in Deutschland. Damit wollen wir dann das Weltklima retten. Wir verkaufen dann die Diesel nach Rumänien und nach Afrika und ich weiß nicht wohin. Und da fahren dann die alten Kisten bis an das Auto-Lebensende dann durch die Kante. Ich finde ja, dass wir der Immobilienmarkt, der ist ja gar nicht so kaputt, weil er lebt ja ganz gesund von der Nachfrage. Was ich nur sehr, sehr schlecht finde, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, wenn jetzt ein Hamburger sehr viel Geld hat und sagt, in meiner Stadt ist es zu teuer, dass der natürlich nach Jena, der guckt die Infrastruktur an, so Jena ist cool, und der kommt dann in Jena und kauft hier sämtliche Sachen auf, was ich in Jena soll, mit seinem Einkommen und mit seiner Sache gar nicht leisten kann. Ich finde es ja schlimm, wenn ich auch in Erfurt bin, dass Häuserfront oder auch in Jena vielen Russen, Armeniern und sonst sogar nichts gegen die, ja, aber die gehen mit einer anderen Philosophie ran als wir. Und es macht natürlich den Durchschnittsbürger, der hier im Osten wohnt, immer schwerer, Eigentum zu schaffen. Und die Preise sind ja nicht durch uns so gewachsen, sondern einfach durch Investoren, die einfach Städte für interessant hatten und die entwickelt haben. Und das weiß ich, ob das diskriminierend ist, wenn man zum Beispiel sagen würde, in einer Stadt können nur so und so viele, die von außen sind oder die überhaupt nicht mal aus unserem Land kommen, auch Gebäude kaufen, würde ich sagen. Dass man einfach nicht sagen kann, die Preistreiberei findet immer mehr statt. In Berlin ist ja gerade so schlimm, da haben wir ganz, ganz viele Asiaten und aus anderen Ländern Spekulationsobjekte, da will ja die Berliner Hand immer die Hand drauf halten. Nee, nicht, dass ihr die Flächen frei haltet und dass man Spekulationsobjekte setzt, da hilft auch keine 10 Jahre, weil 10 Jahren hat sich in Berlin dann der Preis dann verdoppelt wahrscheinlich. Ja. Ich halte das für sehr gefährlich. Ich komme gerne darauf zurück. Also, das ist auch Berlin nur ein situatives Problem. In so Innenstadtlagen, da kaufen die auch Wohnungen für 12.000, 14.000 Euro am Quadratmeter und haben die nie betreten. Genau. Aber da sage ich Ihnen als marktwirtschaftlich überzeugter Mensch, das müssen wir aushalten. Das ist dieselbe Diskussion, die haltet die Chinesen aus dem deutschen Markt raus, in puncto Investitionen in den Mittelstand. Wir sollten immer andersrum denken. Wenn es ein strukturelles Nachteilsproblem gibt, für den Jenenser Familie, die gerade beschrieben hat, Eigentum zu erwerben, dann sollte man gucken, warum geht das nicht. Das hat ja damit zu tun, wir hatten eben Grunderwerbsteuer. Vor 3 Jahren gab es dann eine Wohnbaukreditrichtlinie, die es ja fast für viele Menschen unmöglich machte, überhaupt einen Wohnbaukredit zu bekommen. Und wenn ich solche Dinge anzette, muss ich mich ja nicht wundern, dass die junge Familie, wie gerade beschrieben, ins Hintertreffen gehört. Wenn so eine Stadt wie Jena so attraktiv ist, dass ausländisches Kapital hier reinfließt, soll, müssen wir erstmal sagen, das ist toll, weil ich brauche Kapital. Ich werde, wenn ich Kapitalströme anfange zu regulieren, zum Beispiel mit dem Chinesen, was wir da jetzt als auch Monstranz rumtragen. Ich sage, wir müssen sehr vorsichtig sein vor dem Chinesen. Investitionstätigkeiten, die sind aggressiv. Welt macht aggressiv. Aber das, da müssen wir an anderen Stellen aufpassen. Aber die Amerikaner haben uns immer noch mehr als den doppelten Betrag, investieren die pro Jahr in Deutschland, auch in den Aufbau von Firmen, als die chinesischen. Ich sage einfach keine Ahnung, wenn wir über Enteignung reden, müssen wir ja auch darüber reden, dass es auch den Leuten, denen es in den Städten, die hier gewohnt sind, alles auch gut geht. Ja, wir reden ja gerade nur so, dass Investoren, die viel Geld mitbringen, natürlich eine Möglichkeit haben, hier günstig zu investieren, weil sie in ihren Städten keine Möglichkeit mehr finden. Also da ist ja richtig Verfängungswettbewerb, weil wir sehen natürlich bei sich auch Grenzen. Und ja, natürlich dann zum Osten. Ja, wie gesagt, zum Beispiel, ich gucke ja auch mal, wenn wir in unserer Firma, wenn wir nach Grundstück gucken, gucken wir nach Hermsdorf, also alles, was um Jena ist, Hermsdorf, Bad Busterlausen, das ist nicht so Gera, ja, was Gera jahrelang verpasst hat, gucken wir sofort dorthin und schauen da, können wir da was entwickeln und können wir die Stadt, können wir da Profit auch ausschlagen, würde ich sagen. Ja. Für uns ist das hier zum Beispiel einfach möglich. Ich war diese Woche Amtsgericht in Weimar und in Jena, da gucken wir uns so welche Objekte an. Da weiß ich auch wieder, wenn wir wieder bei dem Termin da sind, da wird wieder die ganze Player da sitzen und am Ende fällt eine relativ kleine Firma wie hier natürlich hinten runter, weil dann wieder der da sitzt, der Kling oder der Klug oder sonstiges, die natürlich mit größeren Gruppen nicht ankommt. Ja, das macht uns sehr schwer. Dann kann zum Beispiel eine Stadt preiswert Bauland ausweichen, schnelle Genehmigungen herstellen und kann sie bevorzugt für die Bürger der Stadt auch zur Verfügung stellen. Da muss die Stadt nicht die Profit hier haben. Wenn ich das wirklich will, gesellschaftspolitisch, dann muss die Öffentlichkeit das durchtragen. Ich kann nicht als,
als Markt verhindern, dass andere Leute ihr Geld ausgeben. Das können auch Leute aus Erfurt für Jena und Jena umgekehrt sein. Aber wenn kein Profit hier von der Stadt gewesen wäre, hätten wir den Hausberg nicht so nach oben getrieben. Dann hätte die Stadt gesagt, hier, wir kriegen das hier für 300 Euro, 400 Euro, sonstiges. Dann hätte man das nicht so auf den Markt gehauen und dann hätte man gesehen, wie gesund der Markt eigentlich ist, denn es wurde sicher nach oben getrieben ohne Ende. Ja, aber hat irgendeiner von dem Hochgrad des Preises ausgehabt? Ja, ich sag mal, und man zieht es an den Preis jetzt wieder, weil Grundeinwärtssteuer. Wir sehen es jetzt wieder, weil durch die sind neue Höchstgrenzen in Jena auch von den Preisen gesetzt. Ja, also dass die Leute das dann auf dem Markt sehen, ah okay, für 120 Quadratmeter muss man jetzt 480.000 zahlen. Ja? Oder 650.000 für 150 Quadratmeter. Die sehen das, ist ja auch immer so eine Sache, wie wenn ich Marketing betreibe, ich sehe das, ich gewöhne mich langsam dran und so schafft man wieder neue Dimensionen nach oben und sagt so, okay, eigentlich kann ich das gar nicht mehr leisten, muss ich sagen, ich muss morgen woanders hin. Und ich will ja keine Landflucht hier von Leuten, die ein gutes Einkommen, Durchschnittseinkommen haben. Aber ein Durchschnittseinkommen von 2.500 brutto, sagen wir mal so, das reicht eben hier nicht mehr, um eine Immobilie überhaupt als Kapitalanlage oder überhaupt als Wohneigentum zu setzen. Da fliegst du bei der Bank durch. Da musst du schon mit Erbe. Also wie gesagt, würden wir jetzt nicht so eine Erbengemeinschaft sein wie Deutschland, würde keiner die Möglichkeit haben, überhaupt Immobilien zu kaufen. Ich habe auch Glück. Also meine Eltern haben Immobilien, die haben in den 90er Jahren das alles gekauft, die lachen sich jetzt ein Fäustchen, sagen wir es mal so. Aber hätte ich das dann nicht als Sicherheit oder jemanden Rückhalt, der auch an einen glaubt, würde ich es nie alleine schaffen, muss ich sagen. Auch nicht mit Frau oder mit Kind, da haben wir einfach zu wenig Kapital. Man schafft es ja nur wieder über Vitamin B, das hatte ich vor Volks mal schon gesagt, wo wir über Existenzgründer gesprochen hatten. Das ist genauso sinnlos, da ist genauso eine Krux, wo wir einfach keinen Weg finden und einfach zu viele Schaden von uns sind. Ja, aber das ist über die Kreditvergabe. Wir können ja gleich den Dialog weitermachen. Ja. Naja, zu Jena muss ich mal sagen, ich bin ja nun vielleicht mit der Ältesten hier, Margit. Es ist eine Sonderentwicklungszone, hier gibt es gar keinen Markt. Erstmal so. Wenn es keine Marktwirtschaft gibt, müsste man eigentlich schon anfangen zu regulieren, wieder zurück zu regulieren. Und zwar gibt es gleich mehrere Fehler, die Jena gemacht hat. Und da ist auch meine Frage eigentlich an Sie. Wenn die Unternehmer die Möglichkeit hätten, auf die FDP genauso zuzugehen mit ihren Sorgen und Nöten, jetzt sage ich mal wie die Linken. Ja? Weil wenn ich bin kein Linker, ich bin allerdings, ich muss dazu sagen, ich bin von meiner Sozialisierung her, ich bin linksgelb. Also ich bin so ein bisschen linksgelber, ne? So ein bisschen. Und das passt sogar sehr gut zusammen. Viele haben es nur noch nicht so gesehen, weil eigentlich ist das Liberale sogar hat linke Ansätze dabei. Und zwar hängt es nämlich damit zusammen, die Möglichkeit zu schaffen, für alle zumindest sich selbst auch zu organisieren und sich selbst was zu schaffen. So, und das ist in Jena überhaupt nicht mehr möglich. Das hat hier noch nicht mal mit dem Eigenkapital zu tun, ja, sondern die Firmen sind hier. Ich kann mal sagen, Gewerbeamt, ganz schlimm in Jena. Ich höre es von Auswärtigen, die sagen, also das geht hier gar nicht. Ich selber hatte auch mit einer Frau Koch zu tun. Ein ganz Beispiel, gerade beim Kollegen stattgefunden, Gewerbeamt Jena. Da hat ein Steuerberater eine Umweltumtung gemacht, von dem Wohnort zum Büro, also sie hat eine Sitzverlegung gemeldet im Ordnungsamt Jena. Und das hat er mit einem Formular gemacht. Wir haben extra als er einen Steuerberater beauftragt, weil er gesagt hat, komm, du machst sowieso mein Ding, mach du den Papierkrieg, weil wir haben gelernt, am besten gar nicht Papierkrieg anfassen in Jena, lieber jemanden bezahlen, der Ahnung davon hat, machen lassen. So, was war gestern passiert? Da klingelt es bei dem Privat, steht das Gewerbeamt da. Was war das Ende vom Lied? Sie haben falsche Anträge gestellt zur Ummeldung. Wir waren jetzt gewesen am Markt, da war jetzt auch noch, das ist gerade frisch passiert. Wir wussten, dass da die Post noch nicht unterwegs ist und so Kunden haben die Post sowieso noch eine Antwort. Ne? So, und da nehmen sie das Gewerbe an, ne? Also Stasi pur, muss ich sagen, geht erstmal da zum Briefkasten und guckt, ey, ist denn die Firma dran? Nee, ist nicht dran. Dann geht sie zu denen nach Hause und sagt, hey, da fehlt ihr Name an dem Briefkasten. Ne? Klar, wenn die Kunden dann anschreiben, machen wir den Fall für den dran. Gell? Aber die Gründung ist, dass dieser Mensch, ich weiß nicht, wie viel das kostet, wenn jemand vom Ordnungsamt von der Stadt bezahlt wird und rennt mal 2 Stunden durch die Stadt. Bloß wegen einer Ummeldung von 2 auch nur Einzelfirmen, nicht mal GmbHs.
Und dann kam er mit raus, hat gesagt, ja, sie haben das falsch gemacht, sie haben die zwei Firmen müssten auf zwei Anträge. So, und nicht auf einen Antrag. Und dann haben sie gesagt, dann hat er auch Steuerberater für uns gemacht. Ne? Und jetzt haben wir angerufen und gesagt, hey, du hast es verkehrt gemacht, hättest du mal, jetzt machen wir, jetzt Montag, ne, noch der Steuerberater, für diese Ummeldung, hohe Anschrift, zwei Anträge fertig, obwohl die schon ganz genau wissen, wo die neue Firma sitzt, oder die zwei. Und das ist jetzt mal ein Beispiel, wo ich sage, das kann nicht sein. Und wenn dann wenigstens jemand von der FDP da wäre, sag ich mal so, ich höre es von vielen Unternehmern. Nicht nur das, es geht ja auch um ganz andere Dinge, um Baurecht und sowas. Aber mich würde ja schon mal helfen, wenn irgendjemand da wäre, wo ich sagen könnte, als Unternehmer, ich hätte da einen sitzen, wie hier eine bei der Linken, die immer bei der Gewerkschaft ist, wo dann jeder hingeht, hey, wir haben sie wieder mal auf vier gestrichen und dann rennt die Linke noch los und macht ein bisschen Moderator, sagen wir mal so. Das geht den Unternehmern hier so ein bisschen. Da habe ich das Gefühl, weil ich höre auch viele und dann sage ich immer, und Herr Nitsche, ich habe ja mit denen zu tun, weil ich war übrigens auch wie ich weiß, ja. Und ich sage, und da hat er mir gesagt, Frau Dassler, wenn ich viele Sachen nicht weiß, kann ich ja nicht reagieren als Politiker am Stadt. Ich sage, gut, jetzt haben sich wieder welche beschwert, weil ich nun so Wirbelwind in Jena bin, ne, und alles weiß und tue und mache und Bürgerinitiativen mitmache, kommen Unternehmer zu mir und sagen, ich habe die Sorge, auch wegen Baurecht. Da sage ich, dann geht doch mal jetzt zu den Stadträten. Die hast du, vor allem wegen Baurecht, das ist ja Planungshoheit Stadtrat. Geh hin. Was soll ich denn da? Ich sage, geh doch mal zur FDP, Mensch, du bist doch Unternehmer. Ja, FDP Jena. Ich muss jetzt mal ganz hart sein, die fühlen sich von der FDP Jena nicht so vertreten, sonst würden die viel öfter zu ihrer Geschäftsstelle kommen, zur FDP, und sagen so, wenn das funktioniert, dann würden wir auch wieder investieren, das ging. Und das muss ich mal so ein bisschen als Kritik äußern, so ein bisschen, weil sie da sind. Gell? Das geht weiter mit Baurecht und ich kann sie mal mit einer Sache, was am Jena ist, noch mitnehmen, damit sie das so mal mitkriegen, live. Und das nicht nur mal hören. Uns rennt ja ein bisschen Zeit. Ja. Ich erlebe das wie Sie genauso. Ich habe mal einen Aufruf gemeldet und das nicht persönlich gemacht. Dann fehlte die original glaubliche Kopie vom Gewerbeschein. Die liegt ja im selben Amt, das ist nur eine Etage runter. Ja. Da haben die mich da selber hinzitiert. Und ich bin in den Behörden zusammengekommen. Da habe ich gesagt, trifft sich gut, nee, die dürfen nicht rein. Da habe ich einen Schuss. Dann saßen da drei Damen und haben Yes-Törtchen bei Kerzen drauf. Und haben die wollten mich wieder gehen lassen. Also ich erlebe das wirklich von früh bis spät. Aber wir finden eine Methode, wo sie einfach mal diese Sachverhalte auch gerne hier schicken. Das sagt Herr Reinhardt seit 3 Jahren schon, Frau Dassler, ist alles da. Ich sage, bestätigen Sie mir das wirklich schriftlich? Ich sage, es ist alles da. Wir haben die Kapazitäten und die Software ist da. Aha. Ich bin noch Bauamt angerufen. Wer ist überhaupt zuständig dafür, dass der eingeführt wird? Dann wäre es der Herr Fährmann, der Bauamtsleiter. Ne? Und der hat und Herr Berlet. Ich rufe da ständig an und dann sage ich, nö, eigentlich wollen die Architekten das nicht. Und dann höre ich im Hintergrund, dass die das mit Absicht verschleppen. Dass sie es bis jetzt nicht wollen, weil erstens ist da Transparenz, zweitens muss ich elektronisch alles eingeben, was ich brauche, und dann werden eben in kurzer Zeit auch die Bearbeitungszeiten viel enger da, und jetzt kommt noch was dazu, was sie wahrscheinlich auch nicht wollen, und das ist alles Politik, auch Verwaltung, die wollen keine Transparenz. Und das habe ich auch, jetzt bleibe ich auch trotzdem mal beim Thema, weil dadurch will ich Rufzug in ganz Deutschland sofort die Bauanträge schneller machen und auch gerechter machen, weil das dann objektiv entschieden wird und nicht subjektiv. Der kann und der kann nicht. Ne? Geht ja manchmal da links, kann bauen, rechts nicht. So, und das hängt nämlich auch damit zusammen, das sagt mir dann, ich habe mich auch überall dann rum und rund telefoniert in ganz Deutschland, auf eine gekommen in Köln, Internetfirma, die sogar Erfurt betreut, und dann sagt der Spezialist mir, der diese ganze Software Digitalisierung macht, ne? Frau Dassler, und jetzt will ich Ihnen noch was sagen. Wir kriegen sogar dann von der Verwaltung gesagt, was wir nicht freischalten sollen, weil die möchten nicht, dass der Kunde das nutzt. Zum Beispiel, dass er gleichzeitig die Informationen von den Ämtern bekommt. Normalerweise ist es nämlich so, der elektronische Bauantrag so, dass nämlich die Ämter gleichzeitig elektronisch angefragt werden, also Wasserwirtschaft. Das geht dann. Wir machen mal nur einen Abend über die Bauantrag. Ja, nee, aber ich wollte nur dazu sagen, in der Verwaltung, die entscheiden dann, welche Faktoren dann freigeschaltet werden. Da wollen wir alle hin. Ja. Es gibt Bürgersprechstunden. Ja.
Jetzt gibt es eine offene Fraktionssitzung, wo auch alle Stadträte zusammen sind. Ja, die stehen oben im Internet. Ja, und da sind die Tabule. Da können Sie hingehen, können sich direkt mit den Stadträten unterhalten. Und die sind ja, auch ich schreibe das schon. 26. Mal alle FDP wählen, dann werden wir das Bauern kapern und dann los. Ja, bitte, ja. Mach noch mal Meldung. In Mörsdorf wird das zum Beispiel sehr gut praktiziert. Mörsdorf ist auch gut von Wirtschaft her und weiter. Da wird erstmal geguckt, wer geht mit den Bergen, wenn jetzt aus der Region hier in Mörsdorf bauen, wer wohnt hier. Dann werden die wirklich bevorzugt, die da geboren sind. Und danach können erstmal alle anderen ran. Das kann ich entsprechend gestalten. Die Möglichkeiten habe ich fast in der Satzung. Da muss natürlich aufpassen, wenn man, wenn ich es übertreibe, mit dem Fahrrad. Ja, das, Europa guckt auch sowas auch. Um das mal aufzugreifen, was du auch gesagt hast. Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem Investor und einfach den Eigennutzer. Das müssen wir an der Stelle einfach mal klar machen, weil ansonsten vermischen sich hier einfach immer Sachen. Das, was du sagtest, der Investor, der aus dem Ausland kommt, Australien zum Beispiel, hat ein eigenes Ministerium, die messen das. Ne? Also wenn ich, also die wollten mal den Ausfall durch die Chinesen in den Großstädten stoppen. Das haben die gemacht in dem Moment, wo wir das Ministerium eingesetzt haben und die messen halt jeden Kaufwert. Das funktioniert wohl ganz gut. Das könnte vielleicht mal eine Idee sein. Ja, wie kann man sowas bremsen? Ansonsten, München zum Beispiel löst zum Beispiel die Luxussanierung in dem Moment, wo sie städtebaulich sogenannte Erhaltungssatzungen auflegt auf Gebiete. Das heißt, man hält ein bestimmtes Milieu. Ja, Investor auch vor, du darfst hier nicht über, was weiß ich, 8 Euro Kalt kommen, ja, beispielsweise. Da werden auch Investitionen getätigt. Natürlich sind die Renditen noch nicht so hoch, wie man jetzt vielleicht auch hier, sag ich mal, bekommen könnte oder im nächsten Stadtteil von München. Das wäre vielleicht noch eine Idee, wie man das irgendwo halt, sagen wir mal, steuern könnte. Ja, der soziale Wohnungsbau, wir können alle einen Taschenrechner bedienen. Die Förderungen reichen einfach hinten vorne nicht aus. Das wollte ich auch nochmal sagen, dass wir da auch zustimmen. Ja, also, wie gesagt, es gibt ja Instrumentarien, die Sie beschrieben haben, wo ich Markt, also rechtspolitisch oder rechtsortend eingreifen kann. Ist ja nicht so, dass marktwirtschaftlich frei erzwungen soll. Also es ist ja ein ordnungspolitischer Rahmen zu setzen, ja, genau. Dass das eben sozialverträglich auch bleibt. Und da können wir diese Satzungsmöglichkeiten machen und Weimarer Schülerstrafe, dieses Kanal, was da seit Jahren. Von welcher Firma auch immer, oder Schloss Reinhardsbrunnen. Also es gibt ja Möglichkeiten, auch da wirklich was zu tun. Die unterstütze ich auch. Also man muss auch die Leute an den Hammelbein packen, die wirklich ihrer sozialen Verpflichtung aus einer Eigentumshaltung nicht nachkommen. Aber das sollte wirklich ein mildes Mittel sein, weil man sieht ja, wie Verwaltung arbeitet, wie das sich wieder also. Es ist ja wirklich willkürlich. Und das muss halt aufhören. Dafür bin ich ja vor allen. Es kann nicht sein, dass der Schwanz nur mit dem Hund wedelt. Das ist ja das, was passiert, was das wirklich behindert. Und wenn wir diese Tatbestände abbauen würden, dann können sich Märkte auch anders ordnen. Und noch, ich habe es immer so locker gesagt, wir müssen irgendwo aushalten, dass Kapital unterwegs ist. Die Australier wissen das. Das machen wir bei der Außenhandelswirtschaft ja auch. Wir sehen, wer investiert in Deutschland in relevanten Bereichen. Wir haben die Schwellen jetzt mal runtergenommen auf 10% von 25%, damit der Radar noch besser ist. Klar, man muss ja wissen, was passiert in einer Volkswirtschaft. Und ich bin auch dafür, wenn aggressive Investoren kommen, die teilweise auch nur Strukturen aufkaufen, um die zu zerstören, klar auch Solarindustrie vor wenigen Jahren, dann muss ich da als Volkswirtschaft auch da ordnungspolitisch eingreifen, bin ich gar nicht verfehlt. Aber es darf nicht zur Regel werden. Was wir zurzeit erleben, ist der Regeleingriff. Der Staat schwingt sich auf zum besseren Unternehmer, zum besseren Wohnungsbau, zum besseren Vermieter, zum besseren Stromhersteller, all die Dinge haben wir ja auch in Thüringen erlebt, eine Rekommunalisierung TEA. Das läuft jetzt ja noch alles, weil da gestützte, nicht marktgerechte Situationen haben, gerade über die Netzentgelte, die wir alle bezahlen. Das hält die TEA gelebt. Aber wenn da mal die Europäische Gemeinschaft zum Beispiel reingerecht sagt, hier, wir können nicht auf Lasten der Stromkunden weiter alte Dinosaurier schützen, das kommt irgendwann. Das ist irgendwie schon passiert. Wenn wir endlich übernahmen, dann fliegt uns diese TEA um die Ohren als Steuerbürger Thüringens. Und heute stehen da noch 700 irgendwas Millionen an Rechtsschulden. Da sagen die da ganz lapidar, ja, schiefgegangen ist ja pro Bürger von Thüringen nur 3 Euro. Google alles, geht das aber. Genau das dürfen wir nicht mehr zulassen. Ja, was man aber auch bedenken muss, ist einfach, dass es gibt keine
keinen Fehler gemacht, ja, hätten sie halt irgendwie alles umgeschichtet. Ja, das wissen wir halt jetzt, leider können wir eben nicht in die Glaskugel gucken, wie sich der Markt halt irgendwo entwickelt. Wobei schade ist, dass wir Deutschland, ein so geringes Aktienkultur, eine so geringe Aktienkultur haben. Also da müssen wir irgendwie nachgreifen. Das ist, da muss man ja Anreize schaffen. Ne? Ja, ja, Anreize, aber auch ein anderes Mindset, weil das haben die geschafft, dass Aktien Teufelsgut ist. Dieselben, die das bekämpfen, schlagen am nächsten Tag, die DAX-Konzerne sind alle in ausländischer Hand. Ich meine, das muss doch möglich sein, wenn man gerade auch nach einer neuen Rentenfinanzierung, jetzt springen wir ein bisschen durch die Gegend. Also wenn ich aber die Rente wirklich mal wieder sicher gestaltet machen muss, dann muss ich ja wenigstens vielleicht nicht kapitaldeckend, aber wenigstens kapitalbasiert machen. Das kriege ich nur mit einer Fondslösung, wie die Amerikaner sagen, mit Pensionsfonds. Und nichts ist besser als ein deutscher Blue Chip. Also ich weiß nicht, was wir uns da so schwer tun. Aber das, wir sehen ja nur die Börsenniedergänge, den Aufschwung, der verdient das Ausland macht. Also das sind so Sachen, weil sie war das die einzige Kapital von Immobilien, sicherlich die sicherste, Betongold ist zeitlos. Sie ist ja auch verständlich. Ja, das ist ja, sie ist sehr haptisch. Ich habe was. Ja, dann können wir mich hier verteufeln. Ja, alle gucken, wo wohnen wir nach, ja. Entweder zur Miete oder halt so. Und das macht es ja irgendwo begreifbar. Und das ist halt irgendwo vielleicht die, vielleicht den Brokern oder so halt vorenthalten, dass die vielleicht Aktien verstehen. Ja, oder. Ja, auf der anderen Seite alte Regeln, also kaufen, liegen lassen. Du siehst ja bei den Aktienkursen, nur wenn der Kurs mit den Schwankungen meinst, schlauer zu sein als der Markt, dann ist es einfach. Wenn du aber vor 15 Jahren Aktien gekauft hast, ob du es heute liegen hast, schlägst du über die Rendite aller Märkte. Darfst nur die Verkaufsdruck haben und am besten bitte nicht mit geliehenem Geld. Ja, bei der Immobilie habe ich halt eben noch den Cashflow und ich sehe halt, was dann wieder zurückfließt, jeden Monat. Das habe ich halt eben nach 15 Jahren erst. Aber erinnert sich noch vor 15 Jahren, da habe ich viele gesehen, die verkaufen mussten. Da war die Blase da, durch die Überzüchtung der Märkte in den 90ern. Da lief die Finanzierung auf, die Zinsen waren relativ hoch, da waren ja bei 8%, kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen. Und da mussten viele aus dem Markt, rausgehen und zu großen Verlusten. Also das stimmt, aber wir haben auch eine Sache haben wir natürlich jetzt auch ein Gutes. Dadurch, dass wir den Nachfragemärkten, wir hätten ja vor 10 Jahren, also wir beraten Projektentwickler bundesweit, wir hätten ja vor 10 Jahren im Rahmen der Akquise bestimmte Objekte gar nicht angefasst. Und heute haben wir halt, also wir reißen uns ja darum, dass wir überhaupt was bekommen. Und es ist halt viel auch im denkmalgeschützten Bereich, was höchst attraktiv geworden ist. Ja, was auch wieder die ganze Stadt. Ja, aber allein. Ja, klar, alleine. Ensembleschutz, Sanierungsgebiete, das ist ja alles attraktiv geworden. Ja, weil und dafür haben wir die Sachen, Gera ist attraktiv geworden. In Gera haben wir doch alle schon abschließen wollen. Ja. Jetzt ist durch die Entwicklung in Jena und Umland ist Gera ein attraktiver Immobilienstandort. Zu ganz anderen Einstiegen, aber zu ähnlich, also zu vernünftigen Rendite, weil natürlich das Verhältnis sich dann noch herstellt. Und das meine ich. Es gibt Dinge, die müssen wir beeinflussen, aber letztlich funktionieren Märkte, das ist, was Sie haben gesagt, wenn man denn sich auch gewähren lässt. Und das Beste für den Immobilienstandort Thüringen, aber auch für den Wirtschaftsstandort Thüringen, ist eben so attraktiv wieder zu sein, dass Leute, 400.000 Menschen haben Thüringen verlassen in den letzten 30 Jahren, dass Leute zurückkommen nach Thüringen. Oder waren noch nie hier, vollkommen egal, wo sie herkommen. Aber wir brauchen ja auch Fachkräfte. Das beste Beispiel, warum gehen sie denn nicht? Weil es woanders halt mehr gezahlt wird. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal weggehe aus Dunkel. Ist halt nicht irgendwie Ansatz in Thüringen. Es ist halt in der Leipzig, Berlin und so weiter, oder München. Ja, da waren andere schlauer. Aber es geht ja. Sie sagten München, vor 40 Jahren war eine Bublik. Dann hat mal irgendeiner gesagt, der auch höchst umstritten ist, wir machen jetzt Laptop und Lederhosen. Jetzt ist Bayern Nummer 1. Das kriegst du in einer Generation hin. Deshalb weiß ich nicht, warum wir Thüringen das nicht bekommen sollten. Du wirst nicht Bayer BMW zur Umsiedlung bekommen. Ne? Wir haben das große Feld der künstlichen Intelligenz. Lass uns doch, wir haben tolle Universitäten. Es gibt 26 Exzellenzuniversitäten in Deutschland, aber nur zwei auf dem Gebiet von ehemals Ostdeutschland. Das ist ein blödes Wort. Ne, jeder hat eine tolle Uni, keine Frage, aber man könnte sie noch toller machen. Wir können es noch interessanter machen für Professoren, für Assistenten und damit für Studenten. Was macht die Thüringer Landesregierung? Macht ein Hochschulrahmengesetz, der die wissenschaftliche Freiheit der Professoren einschneidet, weil sie jetzt einen Wissenschaftsrat haben, der paritätisch, nur so ein schönes Wort, besetzt ist. Sprich, da sitzt jetzt einer vom Ministerium und will dann unseren Professoren jener vorschlagen, oder in Ilmenau oder in Erfurt, in Weimar, was er zu tun und zu lassen hat. Und wenn das der, das seinen Kollegen aus, keine Ahnung, aus Harvard erzählt, dann sagt er, nach Thüringen komme ich nie. Ist mir zu blöd. Das sind so Dinge, die da ablaufen. Das hat alles auch mit Immobilien zu tun. Bürokratie. Hier musste jede Maus persönlich begraben, wenn sie mal einen Versuch verloren hat. Alles muss auch reguliert sein, aber wenn du signifikante Wettbewerbsnachteile hast auf Märkten, dann
reagiert der Markt teilnehmen? Lass uns auch denken, wir können nicht alle in Niedermund, wir können nicht alle in Erfurt wohnen, wir können nicht alle in Berlin ziehen, macht doch keinen Spaß. Ich finde es fürchterlich in Berlin. Ich bin auch froh, wenn ich wieder weg bin. Wenn Sie da auf Arbeit fahren, vom Kudamm zur Mitte, wenn Sie gut laufen, haben Sie eine halbe Stunde, wenn schlecht, noch anderthalb Stunden. Dann machen Sie das in München. Ja, ist selbe Drama. Ne? Dann beschwert man sich hier in Türen, wenn man mal 20 Minuten fahren muss. Ne? Also, da bricht ja hier die Welt zusammen. Das ist ja auch, ist ja eigentlich toll, dass wir kurze Wege haben. Aber der Weg nach Kahla wird schon als teilweise zu weit empfunden. Er ist recht nach Jera. Ich glaube, Jera ist ja auch nur eine halbe Stunde mit. Oder so. Das ist eine gute Taktung. Ich weiß, dass da auch viele Studenten mal hingezogen sind, als Jena überhaupt nicht mehr zu erobern war. Also, das muss man auch wahrnehmen. Das muss ich attraktiver machen. Ne? Für eine Stunde Takt, 10 Minuten Takt. Zur normalen Zeit, da muss auch nachts was passieren, aber es muss kein 50-Sitze-Bus sein. Ist ja auch Käse, dass man dann nicht mit Fuhrunternehmen arbeitet, die 9 Mann transportieren oder 8, also Fahrer plus 8. Geht irgendwo anders alles, aber wir sind da so kurz gedacht und kurz gesprungen. Das fordert euch einfach ein. Ich hatte mal jemanden, auch Studenten, der hat nicht mal gewohnt, das ist zwischen Kampfburg und Dundorf. Der fährt zwar einen Zug durch, aber der hält nicht. Und wir dachten, warum? Warum? Gerade in dieser Kuhpflege ohne Zug. Also ich komme aus Wolfsburg, ich werde nie wieder irgendwo hinziehen, wo kein Zug ist. Allein schon, weil ich sage, nur die andere Arbeit. Nee, kann man ja nachvollziehen, aber wieder, man kann es ja intelligent anbinden. Ja. Mir ist doch noch wichtig, bin ich in vertretbarer Zeit da, wo ich in die Welt komme. Genau. Ja, und die Stränge muss ich organisieren. Und das brauche ich erst wieder. Daten, Daten, Daten. Das ist nun mal so. Und dann zählen wir einer jungen Familie mit 2 Kindern im Alter von 8 und 10, wir ziehen wohin, wo es kein Internet ist. Da kannst du einen Jobangebot kriegen mit keine Ahnung welcher Dosierung. Die Kids dann sagen, kannst du vergessen. No Netflix, kein Haus. Ich kenne auch eine, sie haben die Wohnung nicht nach dem Preis ausgewählt, sondern nach der Internetadresse. Ja, da muss man ja weg tun. Aber das ist die moderne Fahrt, wo ich auch bin. Ja, Freelancer tun. Wir werden ja auch ganz neue Arbeitsformen haben, Freelancer tun. Ja, der Homeoffice ohne Internet. Ja. Da kann ja Ja, aber so ein Beispiel, wie werden sich unsere Städte vermitteln? In Berlin bauen wir teilweise Shoppingcenter schon rück und machen Büros oder Wohnungen. Ja, wir hätten auch den mal in 10 Jahren nach vorne gedacht, diese ganzen Büroflächen. Ja, aber damals war es einfach so, dass die Bedarfe da waren. Deswegen hätte das ja der Projektentwickler damals nicht angepasst. So, und dadurch, dass wir ja Gott sei Dank einen dynamischen Markt haben und einfach auch. Aber dann ist auch mal ein Bürokomplex in den Wohnraum. Da kommen die Städte erst wieder mal einen Stellplatz ab. Das ist ja schon mal die Krux. Also das ist ja wieder mit dieser Bürokratie. Ja, aber das zum Beispiel, wenn wir Wegbahn. Wohnraum geht auf den Kälter. Aber wenn wir Wegbahnverfahren 10 Jahre laufen lassen, da habe ich doch als Projektentwickler den Bedarf nicht mehr, dass ich mal hinbauen wollte. Ja. Ja, das kann ja passieren und das geht dann immer weiter. Das passiert ja nicht großartig. Man sieht wirklich, also Wohnraum, Büromarkt für sich, wenn man da die Hälfte der Kapazität noch braucht. Du brauchst ja immer noch Möglichkeiten für Teams schaffen, dass sie mal treffen können. Ansonsten brauchen wir Computerdaten. Ich war in Estland vor einem halben Jahr. Die haben, für Estland ist das viel, über 30.000 Freelancer-Anmeldungen weltweit, weil die dann einfach ein System haben müssen. Estland Digital, Theorie, E-Residence, da kannst du dich einfach anmelden, der Firma gründen, versteuerst auch eine kleine Summe. Die sitzen quer über die Welt, arbeiten in virtuellen Räumen zusammen, haben sie nie gesehen, werden sie wahrscheinlich nie sehen. Aber da müssen wir nochmal drüber nachdenken und sagen, okay, wie können wir Jobs schaffen, die sich lohnen. Du musst ja nicht gucken, wie ich in der Verwaltung jetzt 200 Euro mehr oder weniger. Ich muss irgendwo die Datenleitung haben, eine Community, wo man sich austauschen kann. Wir haben ja Ansätze in Jena, das ist ja ganz toll. Aber das können wir, das müssen wir als Regulierung, als Maßnahme fördern oder sogar einfordern. Das kriegst du nicht. Ja, das würde schon helfen, wenn ich der Unternehmer eben, wie gesagt, jemanden an der Hand bekäme, ja, wie zum Beispiel in Brandenburg teilweise ist, dass die einen Ansprechpartner haben im Gewerbeamt oder in der Stadt und der regelt nämlich die ganzen Schwierigkeiten. Das und er hätte vielleicht diesen Antrag gleich selber noch zu machen. Das muss die erste Forderung sein. Ich muss doch nicht wissen, zu wem wir in der Verwaltung sind. Am besten nehme ich das Ding einfach nur vorne ab. Und wenn ich den Eingang stempel, dann ist das deren Hobby. Ja. Ich kann doch nicht doch wissen, welche ich im Zimmer 3 und 8 sind. Und 11, jeder kennt Asterix, Aurora, Rom, Haus der Irren, ne? Formular zum Formular der Formular. Ja, wir haben doch jetzt einen FDP-Bürgermeister. Ich weiß es, wie sieht es denn nun aus mit Jena? Können wir dann umstrukturieren in der Verwaltung? Oder ich merke da eben nichts. Aber auch wieder dahin gehen, wenn wir das wollen, dass es richtige Strukturierung in Jena gibt, dann müssen wir den Bürgermeister. Ja, aber hier braucht der Stadtrat mehr. Den liberalen Stadtrat. Das organisieren. Ja.
Ewig sind mein Wort. Ich habe mich schon da im Hintergrund organisiert. Es ist einstimmig vor zwei Tagen unterschrieben. Nee, wir waren hier in Mehrheit. Bei der Wahl am 5. Oktober. Das ist doch so, dass der Verwaltung eigentlich nicht gemacht hat, was er will, und der könnte den Stadtrat beschließen, doch er wollte, und er hat es trotzdem nicht gemacht. Also ich weiß, wie Thomas Nietzsche jemand, der, wenn er die Möglichkeit hat, das auch macht. Ich meine, da ist einfach noch nicht so viel. Ja, er hat keine Stadtratsmehrheit. Ja, ne? Unbedingt. Ja, aber mit dem einen Jahr kann es nicht so viel machen, und er hat den Stadtrat halt noch nicht hinter sich. Aber eine Geschichte ist auch in Jena. Noch eins muss ich loswerden. Zirkusdorf, wie ist er noch hier? Ja, weil das könnte er dem sofort ändern, und zwar, dass die Bauamtsleiter rotieren. In anderen Städten, Dresden und in Frankfurt, da werden die alle 5 Jahre ausgewechselt, damit Gock in Filz entsteht. In Jena sitzen die seit 25 Jahren da, dieselben. Die haben Salin schon noch ein bisschen Zeit. Ich mach mal die Liste fertig. FDP, ja, gerne. FDP, Oberbürgermeister in Dresden. mit dem elektronischen Bauantrag, ja? Der Pflicht wäre für die Städte auch. Wir müssen aufhören, Föderalismus zu sehen. Ich möchte auch nicht, dass ganz Berlin jeden Tag in mein Leben reinredet. Ja. Aber sowas wird in Deutschland nur funktionieren, wenn es von oben runterkommt. Einheitlich verpflichtende elektronische Bauakte, eine Musterbauordnung, nicht Muster tatsächlich Bauordnung, sondern eine Bauordnung, die verpflichtend überall ist, aber also nochmal grenzübergreifend. Als Architekt, Bauingenieur, Gutachter. Jedes Land hat da seine eigenen Flitzen das auch. Das muss aufhören. Wenn auch die Daten nur kriegen wir nur hin, wenn wir sagen, das machen wir Deutschland einheitlich. Wir kriegen ein Schulsystem digital basiert nur hin, wenn wir sagen, wir machen in Deutschland Cloud fürs Lernen. Das wird alles andere nicht funktionieren. Ich bin als liberaler Wirklichkeitsrat der Verdächtigung, nach Lösungen zu suchen. Es geht mir gar nicht darum, wie das aussieht auf der Cloud. Aber ich muss diese Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass ich sage, okay, Lektion 1, Mathematik, 3. Klasse, 5. Stunde ist verbindlich gleich. Weil 1 und 1 bleibt 1. Da kann der Kommunist, der Linke, der Rechte, der Gelbe, der Grüne, das sagen, die müssen 1 und 1 können. Wenn ich heute die Schüler befrage, was ist ein Dreisatz, dann sagen die Dreirad oder was meinen sie? Und das sind doch die Katastrophen, die wir haben. Und wenn wir diesen Grundverstand nicht mehr haben, dann haben wir ein großes Problem. Bitte. Jetzt sind wir hier beim Immobilienstammtisch. In welchen Standort wird Herr Thomas Kömmerich in den nächsten 2 Jahren investieren und warum? By local. Okay. Bitte? By local. Also, ich wohne in Weimar. By local. auch wenn es nicht dann noch ab und zu migrational ist, auch wie bei Thüringen. Ich habe mir auch schon Karl angeguckt, Gößneck, gibt ja viele interessante Dinge. Vor allem kann ich erst wieder investieren, wenn Sie mich in den Landtag wählen, dann bin ich wieder in Erfurt und habe die Zeit dafür. Nein, aber ich glaube an Thüringen. Deshalb glaube ich auch daran, dass hier mal attraktiv bleibt. Sie haben erstmal Ihre Uhrenmanufaktur, die muss erst noch rein. Das wollen wir, wir machen eine neue Kollektion dran. Neue Kollektion. Weil wir schon von der Eigentumsquote beim Thema Immobilien haben. Deutschlandweit 52% ist eine Zahl, die ich gefunden habe, aber Berlin wohl mit 20% die schlechteste pro Bundesland, und die beste ist wohl, glaube ich, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg mit über 60%, Thüringen mit glatt 50%, leicht unter dem Deutschlandschnitt. Aber wie gesagt, nur, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt. Aber Spanien ist gerade 80. Genau, die sind dann, also Spanien in Europa sind die höchsten, genau. Ende der 70er. Quote. Und klar, was wir im Eigentum haben, ist wirklich vererbt, historische Wachstum. Das ist hier auch im Land. Die Großstädte ist denn das Problem. Exakt. Das ist in Berlin direkt das Land. Berlin haben auch höhere Fluktuationen. Ja, das ist ja viel zu kompliziert, das Recht in Deutschland. In Amerika kannst du sagen, ich kaufe eine Immobilie, verkaufe es nachher wieder und kaufe irgendwo anders. Wenn hier aber 6,5% fällig wäre, dann lässt das doch. Wie willst du das denn machen? Plus den ganzen Förderfonds. Ich meine, dass das grundbuchmäßig abgesichert werden muss, habe ich überhaupt nichts gegen. Aber auch das mal elektronisch. Wie kann es denn sein, dass alles läuft elektronisch durch? Wenn du heute ein Haus für 1 Million kaufst, dann hängt dir das Thüringer Landesgericht nochmal locker 4.000, 5.000 Euro an Hals. Ne, für was eigentlich fungibel sein müsste, damit die Leute reagieren können und sagen, okay, meine Situation im Leben hat sich geändert, ich bin größer, kleiner, wie auch immer geworden. Ne, warum verkaufen noch viele ältere Leute dann nicht die große Immobilie und wandern in eine kleine und sagen, ich habe von dem komplizierten Erwerbsprozess oder Tauschprozess so mein Respekt. Das sind so Dinge, wo man viel flexibler sein müsste, und wieder in Amerika hast du das ja permanent. Kauft ein Haus in Houston, nächstes Jahr muss er nach Denver oder verkauft er wieder in China rum.
überhaupt kein Problem. Das Schlimme an der Gewerbesteuer ist, es wurde damals aus der Hand gegeben von dem Bund an die Länder, damit es hieß, wir können Wettbewerb machen, weil günstiger Rat scheiße ist geworden. Und Bayern braucht es nicht machen, Bayern geht es gut. Das heißt, ja, deshalb, ich sehe dann dieses für uns. Hat Bayern profitiert in dem Wettbewerb. Ja, weil sie gehen dann nach Bayern. Genau, die bleiben in Bayern, gehen nach Bayern, nach Sachsen, die sind vorne. Und deshalb haben wir auch vorgeschlagen, der erste zurück in, also muss bundesweit gedeckelt werden. Und wir sagen vor allem für eigengenutztes Eigentum, für Erwerbsfälle im Leben, für den ersten, aber insgesamt auf Freibetrag, muss ein Freibetrag geben, damit die junge Familie, die wir eben hatten, sagen kann, okay, bei meinem Ersterwerb in Eigentum habe ich einen Grundsteuerfreibetrag. Wir haben eine 500.000 vorgeschlagen, also als Erwerbskosten. Das ist vielleicht hier und da zu niedrig, aber ich kann natürlich auch in München jetzt auch nicht sagen, ich mache das auf 2 Millionen. Also müssen wir irgendwo ein Mittel finden, wo wir sagen, so ein Erwerbsvorgang für dann später mal auch mal ein kleines Häuschen, für das, was wir in Baden-Württemberg kennen und diese Strukturen, das muss einfach möglich sein, ohne dass der Staat an seinen klebrigen Finger dran. Und das gilt aber auch für diese Gebührentatbestände. Die sind noch so gar nicht im Fokus. Die steigen ja auch noch weiter. Ja? Die Verwaltung könnte das lösen durch mehr Digitalisierung, das packt ja heute auch keiner mehr. Aber wir erhöhen trotzdem permanent die Gebühren. Weil auch wenn digital ein bisschen was in der Verwaltung passiert, die reorganisieren sich ja nicht. Und wenn wir CDU, FDP wählen, dann setzen das durch. Ja? Oder haben Sie da die CDU mit Herrn Moring, der hat nicht bekommen? Kann man kurz ausschalten. Ich mach's nicht über. Ich kann nur sagen, dass wer mich kennt, kann das einschätzen. Es gibt natürlich ein paar Punkte, die wenn Koalitionen sich bilden, irgendwo verbessert werden. Aber es gibt auch ein paar Punkte, wo ich sage, da werde ich mich politisch nicht davor kämpfen. Wir stehen bis heute noch unter dem Eindruck, den wir öffentlich erlangt haben mit unserem No zu Jamaika. Aber dieselbe Überzeugung werden wir auch beibehalten. Das wird jetzt nicht in der kleinsten Tendenz sein. Aber wenn wir nicht übereinkommen, wirklich das Land Thüringen 2030 bauen zu wollen, mit den Rahmenbedingungen, die wir einfach brauchen, um modern zu bleiben, moderner zu werden, dann wird es schwierig, irgendwie eine Verhandlung erfolgreich zu führen, egal wer da sitzt. Klar wird es eher die sein, die Sie gerade genannt haben. Ja. Und hoffen mal, dass es auch vom Wähler so gesehen wird. Deshalb appellieren wir, dass da Vernunft eintritt und wir sagen, okay, verteilen kommt nach, wir brauchen Strukturen, den Sozialstaat auch zu finanzieren, langfristig nachhaltig. Und die beste Versorgung gegen Alter, oder die beste Vorsorge gegen Altersarmut ist jetzt, attraktive Jobs zu haben, in der Zeit, wo wir aktiv sein können. Und wenn wir diese Botschaften oder die Ideen teilen, dann werden wir auch mit Leuten aus anderen Parteien, Koalitionen, Regierungen bilden können, die für Thüringen in meinen Augen gut sind. Was mich nervt an diesem politischen System in Deutschland, dass auch wenn ich Sie wählen würde, ja, oder wenn ich jemand anders, wäre immer noch nicht, wenn wir 2 Stunden quatschen würden, wäre immer noch nicht die Gewissheit bei mir, dass wir mit unserer Meinung auch das durchsetzen können. Und das ist eben schade, wie gesagt. Ne? Also da bin ich manchmal in der Schweiz lieber mit denen, dass sie Volksentscheide machen, sonstiges, dass eine breite Masse entscheiden kann, weil mit dieser Sache kann man nichts gewinnen. Aber am Ende ist man mit der CDU wieder in einer Koalition und am Ende muss man sich dem Zwang dann wieder unterordnen. Das nervt mich immer, muss ich sagen. Weil da können wir hier noch 5 Stunden diskutieren. Am Ende haben wir hier einen Stammtisch gehabt, wo nichts rauskommt, muss ich sagen. Wie gesagt, 2 Wochen ganz kurz, ich muss dann immer tatsächlich mal auf die Basis. Ich bleibe mit meiner Familie auf Straße, das ist dann auch noch drüber hin. Zum Thema Volksentscheid, die Folgen von Schwarz-Weiß, einfach strukturierten Volksentscheiden, erlebe gerade in Großbritannien. Also ich warne vor das zu glorifizieren. Die Schweiz hat das aus einer 200-300-jährigen Tradition anders geübt, die stellen auch sehr intelligente Fragen. Also die passen auch auf, was stelle ich da, auf A oder B. Auch beim Brexit haben wir gesehen, bist du pro oder contra Europa. Auf contra konnte sich viele einigen. Die wissen, die unterschiedlichsten Contra-Argumente haben sich da kumuliert in der Entscheidung, ökonomischer Wahnsinn ist und gesellschaftspolitisch auch Europa einfach trennt. Also da wäre ich vorsichtig und nicht ohne Grund haben im Grundgesetz nur 2 Formen des Volksentscheides angelegt, auch aus der bitteren Erfahrung, wir waren auch bei einer Neugliederung des Bundesgebietes und oder bei Neuabstimmung über das Grundgesetz. Nur diese 2 Dinge kennen wir gar nicht. Ich bin da sehr vorsichtig, ich glaube schon an parlamentarische Demokratie. Die hat hier und da ihre Wegfehler, weil sie nun mal auch 70 Jahre alt ist. So alles nur im Grundgesetz, das müssen wir modernisieren. Ich habe dieses 2-Kammer-System nicht mehr für Zeit gewesen, weil Bundesrat und Bundestag blockieren sich von früh bis spät. Da bin ich vielleicht eher so wie bei den Engländern, warum haben wir keine 2. Kammer, wo Leute auf Lebenszeit drin sitzen,
quer aus der Bevölkerung mit Sachverstand die Dinge mal anders beleuchten als Kontrakammer. Das finde ich mal sehr attraktiv und sehr interessant, mal so zu denken, dass wir da wieder weiterkommen. Aber ich warne davor zu sagen, also das Volk ist immer schlauer. Wir müssen gucken, wie wählen wir da rein. Und das die richtige. Das Beste ist ja gerade Massenmanipulation an der Straße wegen Verfügung. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Ja, und wie wähle ich Politiker aus? Ich habe das, will ja keinem meiner Kollegen mit Berlin oder irgendwo zu nahe treten, aber wenn ich da ohne Lebenserfahrung, weil ich sie nicht erlangen konnte und nur im politischen Betrieb gearbeitet habe, wie soll ich da lebensgerechte Entscheidungen treffen? Das gilt für alle Bereiche. Das gilt nicht nur für Wirtschaft, das gilt auch für Gesundheitswesen, das gilt für Militär. Wie kann es sein, dass der oberste Militär, nicht weil es eine Frau ist, aber sie hat nicht gedient. Wie kann unser Bundesgesundheitsminister kein Mediziner sein? Das sind so Dinge, wo man sagt, oder wenigstens die Staatssekretäre müssen vom Fach kommen. Da werden aber ideologische Träume weitergetrieben. Das setzt sich dann um und das führt dann zu den Dingen, die wir heute teilweise dann erleben. Das ist weit weg von Immobilien, aber wieder, das hängt ja alles zusammen. Auch der Standort Deutschland bleibt und ist interessant für Immobilien, wenn wir die anderen Hausaufgaben machen. Wenn wir vernünftiges Bildungssystem haben, wenn wir die Infrastruktur haben, wenn wir lebenslanges Lernen als Struktur machen, wenn wir damit umgehen, was passiert auf der Welt. Das sind also Sachen, können wir gut oder schlecht machen. Gemeinsam einstellen, wenn wir erstmal umsetzen müssten, dann wenigstens ins Rollen bringen müssten. Das wäre am Anfang wäre schon mal gut. 2016, Sie haben es eben auch schon mit so einer Daten gehabt, oder Sie sagten dann 2016, hat die Kulturministerkonferenz beschlossen, Schulen werden digital. Passiert ist bis heute nichts, drei Jahre später. Und das kann sich keiner mehr leisten, dieser Stelle sich verändern. Und der Schulminister haben Sie ja extra so einen Pakt schließen wollen, dann ist es auch nie. Die Länder nicht eigenständig und so weiter. Das ist ja, da jeder Großfürst seine eigene Scholle bedroht gesehen werden und deshalb zurück. Man sieht, es funktioniert nicht. Ich sage, mach eine Deutschland-Cloud fürs Lernen, da können sich alle einloggen, stellt die Endgeräte, wenn du dazu irgendeinen Anbieter gibst, darf er keine Werbung machen, wenn die Kamera läuft, der wird schon dann sagen, ich rüste Deutschland aus und dann kriegst du den auf ein kleines Geld. Ne? Der bekannte Herr Manschi hat mich als Elternteil vor wenigen Jahren verpflichtet, einen Taschenrechner zu kaufen, 134 Euro. So ein anachronistisches Ding, kannst du wahrscheinlich mehr Leute mit wecken, als wirklich rechnen. Damals hätte man schon ein Tablet für 100 Euro gekauft. Das wird Zeit und modern, zeitgemäß modern. Eine letzte Frage, halt würde ich gerne. Zur Eigentumsquote nur, ne? Weil das gerade angesprochen wurde. Also die Osteuropäer haben ja auch einen viel höheren, weil die ja dort das andere System hatten, da konnten die Mieter ihre Wohnungen sehr günstig kaufen. Das gab es ja hier nur in den 90ern ein bisschen. Ne? Und da ist meine Frage jetzt, also wie, nehmen wir mal an, Sie kommen wieder in den Landtag, ne? Das ist ja das, was Sie selber beeinflussen können. Auch selbst wenn man erstmal nur einen Antrag stellt und dann diskutieren lässt. Aber wie würden Sie denn die Eigentumsquote in Thüringen wieder ein bisschen anheben wollen? Mit welchen Mitteln Sie hätten als Politiker? Also wir wissen ja auch, warum die osteuropäischen Länder das gemacht haben, oder mit ihnen da der soziale Friede bleiben, dass keiner Angst haben musste, die Wohnung zu verlieren, das war eine Motivation. Echt mit vielem, was ich heute gesagt habe. Die Leute müssen an Kapital kommen und an Kaufmöglichkeiten kommen. Und das muss irgendwo Konkurrenz sein mit dem, was tatsächlich die Situation im Portemonnaie darstellt. Klar kann ich jetzt beklagen, wie viel man verdient. Wenn man über Verdienst reden, muss ich aber auch wieder darüber nachdenken, was nehmen wir den Leuten ab. Wenn man irgendeiner sagt, ich mal 2.500 Euro hier verdienen, dann hat man 700 Euro auf die Hand. Kann es ja auch nicht sein. Weil das einer, der 50.000 verdient, 30.000, 20.000 abgibt. Das mag in einer Konstellation leichter zu verkraften sein, aber das andere von 30.000 Jahreseinkommen nicht die Hälfte übrig hat. Das halte ich für einen Skandal. Weil das sind die früher, die Facharbeiter waren, mit einem kleinen Zusatzverdienst des Partners, wie immer die Konstellation waren, die konnten sich eine Immobilie leisten. Und das ist heute nicht mehr möglich. Und das macht die Leute auch sauer, das ist recht. Weil ich muss auch eine Karriere gestalten können mit dem, was ich selber kann. Und das ist in Deutschland so kompliziert, teuer, abgabelastet geworden, dass es nur schwieriger wird. Ich habe eine Frage, ich habe nur eine Bitte. Wenn Sie wieder in den Landtag einziehen sollten, verpflichten Sie die Herren Landräte und Bürgermeister der Städte in Thüringen zusammenzuarbeiten. Nicht, was Sie gerade gesagt haben, dass jeder seine eigenen Fürst in seinem kleinen Reich und guckt nur in seinen Grenzen. Das ist eben schon, damit dann vieles gelöst wird. Das Nahverkehr angeht, was Bebauung angeht, diese ganzen Geschichten. Jeder guckt nur auf seinen kleinen Bereich und nicht. Das ist ein entscheidendes Argument fürs Land. Ich spreche mit hohem Recht an. Ich brauche, genau um das herzustellen, das hat ja die rot-grüne Regierung versucht mit der sogenannten Gebietsreform, die ich für völlig irrsinnig halte.
muss Zusammenarbeit nicht nur ermöglichen über die Stadt- und Kreisgrenzen, sondern verpflichten machen. Genau. Und das muss ich sogar noch weitergehen, weil die nächste Situation kommt ja, ich muss das sogar über die Grenzen Thüringens hinaus machen. Es gibt in Thüringen Aufgaben, dafür sind auch unsere 2,2 Millionen Einwohner zu wenig. Ich muss mich da mit Sachsen-Sachsen alle zusammenschließen, damit ich es zeitgemäß modern in Zukunft noch in der Hand habe. Sonst haut es mich weg, weil ich brauche ja Schwungmasse, ich brauche ja